Wo ihr Pferdenerds, herzlich willkommen zum zweiten Teil von Projekt Taxi. Endlich, ich hab's geschafft, es fertig zu schneiden. Nein, also es hat vor allen Dingen ja deswegen so lange gedauert, weil wir unsere Entwicklung nach und nach immer wieder gefilmt haben, wieder aufgenommen haben. Und dadurch, dass wir natürlich nicht jetzt eine Woche jeden Tag dran gearbeitet haben, hat das natürlich auch ein bisschen gedauert. Bei Ronja hat man schon sehr schnell tolle Ergebnisse gesehen. Da hat Katja echt tolle Arbeit geleistet. Bei Chico hat es etwas länger gedauert und ja, gut, aber so ist das. Jedes Pferd ist anders. Und hier sind unsere Ergebnisse. Ich bin echt stolz auf unsere Ponys. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei und bleibt bis zum Ende dran. Ciao! So, also mal gucken. Wichtig ist ja, dass das Pferd verstanden hat, auf Druck zu weichen. Also frage ich nochmal ab, was denn so passiert, wenn ich sage, Ronja, Achtung. Nee, ja, sie bietet mir das schon an, aber das ist nicht das, was ich haben möchte. Also lasse ich da nicht locker und sage, na komm, du weißt es. Muss ich ein bisschen doller machen? Ja, prima, ganz schön. So, und weil sie das eigentlich weiß, reicht mir das noch nicht? Nein. Oh. Ernie. Ey. Ja, so ist prima. Jawohl, so ist ganz schön. So, und wenn das Pferd das gemacht hat, was wir wollen, gibt es gestreichelt. Genau, und genau an der Stelle, wo ich jetzt ein bisschen gemeiner werden musste, weil das hat mir jetzt gereicht, ich stehe da auch noch und so noch einmal. Ja, ich bin so prima. So, ganz schön. Schön mitgedacht. Ja, so. Prima. Gut, und weiter. So, noch ein Schritt. Wenn sie nicht weiter weiß, dann biege ich den Kopf ein bisschen. Prima. Ganz schön. So, dann kann man sich so diese Ziehen hinten mehr. Ja. Komm. Komm. Das ist gut. Ja, gut. Ja, prima. Ganz schön. Ja. Ernie, Taxi. Komm mal. Ja, prima. Ganz schön. Fein. Feine Maus. Ganz schön. Prima. Jawohl. Na dann. Und, passt das? Passt das? Er hat ja vorhin gezeigt, dass er eigentlich weiß, worum es geht. Ja, prima. Super. Na. Hier liegt wieder mit dem Fuß. Muss man sich denn, so gefrustet man ist, auch mit so Kleinigkeiten zufrieden geben? Sonst hat das Pferd gar keine Lust. Mal gucken, was er anbietet. Achtung, Chico. Ach, er schnaubt schon. Ja, super. Das klappt besser. Nein. Nein, Achtung, Chico. Ja, super. Ja, klasse. Prima. Achtung, Chico. Ja, ja prima. Prima. Super. Schon, ohne dass der Stick aufliegen muss, reicht ja, ihm, dass der über die Schulter gut zu sehen ist.
vielleicht nicht mit dem Arsch zu dir hinstellen sollen. Ja? Kurze Frage, musst du das nicht in die linke Hand nehmen? Für die Hinterhand, oder? Ja? Geil! Cool! Der Chico, da guck dir das mal an, da, bitteschön. Geil! Naja, der Arme. Cool! Willkommen auf der Endcard und ich finde, unsere Ergebnisse können sich schon mal sehen lassen. Was jetzt allerdings noch fehlt, ist das, was uns die liebe Katja nämlich versprochen hat, eben, dass unsere Pferde im Galopp zu uns gerannt kommen und sich brav neben die Aufstiegshilfe stellen. Hat sie gesagt. Mal sehen, ob wir das noch hinkriegen. Da könnt ihr auf jeden Fall hier oben in dem Video nochmal klicken für den ersten Teil, was da so alles versprochen wurde und wie die Anfänge so waren. Hier unten ist mein letztes Video, die Stallsorgen, verlinkt und ich möchte einen ganz großen Dank an meine tolle Community aussprechen für eure lieben Kommentare, für eure tolle Kritik und eure Anmerkungen. Danke dafür, ich bin so glücklich, so viele tolle Menschen hier auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Und außerdem möchte ich sagen, dass ich mittlerweile schon so viele interessante Menschen kennenlernen durfte, wenn auch nur so übers Internet und ganz weit aus der Ferne. Herzlichen Dank an euch alle. Ich hoffe ja mal, dass man sich vielleicht irgendwann mal sehen kann. Also ganz persönlich so. Ansonsten bin ich gespannt auf den dritten Teil. Ich hoffe, dass wir das irgendwie mal hinkriegen. Katja und ich sind uns soweit einig, dass wir noch nicht wissen, wie das gehen soll, dass die Pferde zu uns galoppiert kommen. Aber Frau Schnabel hat es uns versprochen, also werden wir mal sehen, was wir da noch hinkriegen. Vielleicht zeigt sie es uns ja auch mal mit einem ihrer Pferde. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Hier unter mir könnt ihr noch abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Vor allen Dingen nicht den dritten Teil von Projekt Taxi. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao!